Eigentlich sollten hier Kinder therapiert werden. Doch ehemalige Patienten berichten uns von Erniedrigungen und Gewalt. Kinderpsychiatrie Marsberg im Sauerland. Jahrzehntelang hat diese Dachkammer niemand betreten. Die Kinder aus Marsberg und anderen Psychiatrien haben geschwiegen. Bis jetzt. Ich behaupte, dass damals Sinn der Psychiatrie nicht war, zu helfen. Sondern es war für mich einfach Abschieben, Verschließen der Öffentlichkeiten, vor der Öffentlichkeit abriegeln. Ich war praktisch Frischfleisch. Mit 14, ja. Die hat mich da gestreichelt und dann in der Hose, und dann hat sie mich von oben bis unten hat sie mich entkleidet. Ne? Es war einfach so, wir waren Nummern, waren wir. Wir waren keine Menschen. Und einen Idioten glaubt man nicht. Für die waren wir einfach Idioten. Karl-Heinz Großmann war 13, als er in die Kinderpsychiatrie kam, 1963. Seine Patientenakte. Fast 50 Jahre lag sie im Archiv der Psychiatrie. So lange hat Großmann auch niemandem von dieser Zeit erzählt und sie selbst verdrängt. Nun will der heute 64-Jährige Licht in seine Vergangenheit bringen. Es ist der Beginn einer langen und erschütternden Recherche. Der. Großmann ist ein unehrliches Kind. Das Jugendamt glaubte damals, seine Mutter könnte ihn nicht richtig versorgen. Als er in der Schule störte und aggressiv wurde, reichte das, um ihn in die geschlossene Kinderpsychiatrie einzuweisen, nach Marsberg. Dort gehörten auch Nonnen zu den Pflegekräften. Großmann erlebte Schläge und viel Schlimmeres mit einer Nonne. Die ist da auf die Abteilung gekommen und sagte, ich müsste zum Kommunionunterricht. Sie wollte mir von Gott erzählen und sowas alles. Man ist ja so naiv, wenn man jung ist. Hat man ja die Erfahrung alles ja nicht so. Und ja, und dann hat sie mir mitgenommen und so. Und dann hat sie mir, ich habe da Schokolade von ihr gekriegt, sowas. Und dann hat sie mich irgendwie mit auf ihre Kammer genommen. Hatte mich entkleidet. Schwer. Die Kinderpsychiatrie Marsberg im Sauerland. Ist das, was Karl-Heinz Großmann hier erlebt hat, ein Einzelfall? 1963, als er eingeliefert wird, ist die Klinik überfüllt. Enge Schlafsäle mit 20 Betten, keine Privatsphäre. Knapp 1100 Mädchen und Jungen leben hier. Fast doppelt so viele wie vorgesehen. Behinderte und Gesunde, lediglich verhaltensauffällige Kinder unter einem Dach. Über 1000 Kinder, betreut von 4 Ärzten. Im Archiv der Einrichtung lagern noch immer tausende Patientenakten. Gibt es darin Hinweise auf Missbrauch und Gewalt? Wir finden Patienten, die uns Einblick gewähren. Doch Missstände sind in den Akten nicht dokumentiert. Wir stoßen auf weitere Opfer von damals, in Internetforen, in Akten, durch Hinweise von Patienten. Wir erhalten Berichte und Briefe. Es war die Hölle. Bis heute kann man das Elend nicht vergessen, schreibt eine Frau, die als Kind 16 Jahre in Marsberg war. Mir wurde die Kehle zugedrückt und hochgezogen. Ich wurde an den Haaren gerissen, mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und mit dem Kopf mehrfach an die Wand geschlagen. Eine andere ehemalige Patientin schreibt, die Devise hieß dort, alle Kinder lügen. Die Ärzte, Schwestern und Nonnen sagen die Wahrheit.
Allein aus Marsberg schildern uns 16 damalige Patienten, was ihnen angetan wurde. Die möglichen Täter sind inzwischen fast alle verstorben. Pfleger von damals wollen nichts mitbekommen haben. Interviews werden abgelehnt. Nach langer Suche finden wir doch einen Zeitzeugen. Der 83-jährige Gerhard Kroh kam 1972 nach Marsberg. Heute lebt er in Wien. Kroh arbeitete damals nicht in der Psychiatrie, sondern sollte die Schule der Klinik neu aufbauen. Nach einigen Wochen kam ein Junge zu mir zu Beginn des Unterrichtes und sagte: Herr Kroh, Sie haben versprochen, etwas für uns zu tun, wenn es notwendig ist. Da habe ich gefragt, wieso, weshalb. Ich war erstaunt. Da erzählte er unter anderem, wenn einer von uns weggelaufen ist und wird wieder eingefangen, dann kriegt er starke Betäubungsmittel, die also für drei Tage lang ihn bewusstlos machen oder ähnlich. Oder wenn einer aufsässig ist, wird er in eine Badewanne mit kaltem Wasser geworfen. Oder die Pfleger oder Einpflegern, wenn irgendjemand spricht, verdrischt mit einem Ledergürtel die ganze Gruppe. Kurz darauf wendet sich Kroh an den damaligen Direktor von Marsberg, Willibald Petermann. Kroh wird abgewiesen. Sein Arbeitsbereich sei die Schule. In die Angelegenheiten der Psychiatrie habe er sich nicht einzumischen. Doch Kroh mischt sich ein. 1974 schreiben der Schulleiter und seine Ehefrau an den damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Heinz Kühn und schildern ihm die Misshandlungen. Jungen werden gezwungen, ihr eigenes Erbrochenes zu essen. Kinder werden in eine Badewanne mit kaltem Wasser geworfen und so lange mit Wasser überschüttet, bis sie in Atemnot geraten. Bei Unruhen in den überfüllten Schlafsälen werden die schuldigen Jungen gezwungen, so lange auf dem Boden zu knien, bis sie ohnmächtig umfallen. Kurz darauf leitet die Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein und stellt fest, was die Kinder ihrem Lehrer erzählt haben, sei nur die Spitze des Eisbergs. Herrschte solche Gewalt auch in anderen Kinderpsychiatrien? Wir bekommen zum heute 62-jährigen Wolfgang Petersen Kontakt. 1961 kam auch er in die Kinderpsychiatrie nach Schleswig mit 9. Fast täglich wurde er geschlagen. Wir sind mit ihm auf dem Weg nach Norddeutschland. Seine Patientenakte wurde bereits vor Jahren vernichtet. Jetzt will er vor Ort mehr über seine Vergangenheit herausfinden. Ja, Angst habe ich, dass man mir Hass entgegenbringt. Ne? Dass man mich als Unruhestifter oder sonst was betitelt. Einer, der alte Wunden aufreißt, die man eigentlich besser sollte in Ruhe lassen und so. Also das ist die Angst, die ich habe. Aber das hindert mich nicht daran, es trotzdem zu machen. Wolfgang Petersen hat sogar eine Petition an den Deutschen Bundestag geschrieben. Er fordert, das Leid der Psychiatrieopfer soll endlich anerkannt werden. 3 Jahre musste er in der Kinderpsychiatrie Schleswig verbringen. Er wurde zusammen mit seinem kleinen Bruder eingewiesen. Der kam erst nach 13 Jahren raus. Ich muss mich trotzdem ein bisschen orientieren, wie das jetzt ist. Ob das so in Erinnerung habe. Also der Bahnhof, den erkenne ich sofort wieder. Aber ich wüsste jetzt nicht, welchen Weg im Augenblick gehen sollte von denen. Die Kinderpsychiatrie in Schleswig. Heute eine moderne Klinik. Viele der alten Gebäude stehen leer. In den 60er und 70er Jahren waren hier rund 800 junge Patienten untergebracht. Nicht nur geistig Behinderte, sondern auch gesunde Kinder wie Wolfgang Petersen.
Zunächst lebte er in einem Kinderheim. Im Heim soll Petersen häufig geschrien haben. Das reichte für die Einweisung in die Psychiatrie. Was wollen Sie heute sehen hier? Ja, ich wollte eigentlich erstmal so die Häuser mal wieder sehen, in denen ich als Neunjähriger war. Und die einzelnen Stationen. Wie zum Beispiel hier kommt jetzt das Haus G, das war das erste Haus, in dem ich war. Es war eine ziemlich traurige Zeit, weil ich war ja eigentlich von diesem behüteten Missionskinderheim plötzlich hier wie in einem Gefängnis. Die Häuser beängstigen immer noch. Hier ist ja alles zugewachsen. Dieser untere Teil auf der Seite, das war die Station F1, in der ich war. Wo F2 oder 3 war, kann ich gar nicht mehr sagen, ob das hier 2 war und da 3 und 4. Das war für mich die grausamste Zeit. Und da oben, wo die Fenster sind, da ist eine Badewanne gewesen, wo ich damals in eine Zwangsjacke gepackt wurde. Und dann in Kaltwasser untergetaucht wurde. Das war eine Strafe. Und die Betreuerin, die das gemacht hat, hat dann hinterher gesagt, ja, früher sind wir mit euch anders umgegangen. Das war also von da schon grausam. Wie ich denn aber erfahren habe, was sie damit gemeint hat, das habe ich ja Jahrzehnte später gefahren mit der Euthanasie. Da habe ich gedacht, oh mein Gott. Dann habe ich auch das Gefühl gehabt, die muss dabei gewesen sein. Als er in die Wanne gedrückt wird, erlebt Petersen Todesangst. Bis heute wagt er nicht zu tauchen. Das kalte Wasser war eine Strafe, weil er sich zuvor gegen Prügel gewehrt hatte. Also hier vorne stand der L-Tisch, nur mit diesen Holzstühlen, wo wir dann alle drum sitzen mussten, beziehungsweise nach dem Mittagessen unseren Kopf auf den Tisch legen und beim Sprechen. Wenn wir dann erwischt wurden, gab es dann Sänge. Ja, es ist eine gewisse Hilflosigkeit. Hilflosigkeit in dem Sinne, dass wir als Kinder, wir konnten ja nichts machen. Ne? Wir waren eingesperrt, wir waren auf Gedeih und Verderben den Pflegekräften ausgesetzt, auch der Brutalität. Und hatten keinerlei Möglichkeiten, uns zu wehren und so weiter. Beziehungsweise, wenn man es versucht hat, geglaubt zu werden, das war nicht drin. Und das war eine Hilflosigkeit. Und diese spüre ich im Augenblick wieder so ein bisschen, wie es damals war. Und also das gönne ich nicht mal meinem ärgsten Feind, so eine Behandlung. Wolfgang Petersen fragt sich bis heute, warum er überhaupt in Schleswig gelandet ist. In Aufzeichnungen von damals steht, er sei aufgefallen durch Schreiattacken. Bei Karl-Heinz Großmann, der nach Marsberg kam, war es aggressives Verhalten. Diagnose bei beiden, debil, also schwachsinnig. Schleswig und Marsberg waren überfüllt, voller Kinder, die eigentlich fehl am Platz waren. Professor Peter Schruth hat erforscht, wie Behörden in den 60er und 70er Jahren mit Kindern und Jugendlichen umgegangen sind. Mit Kindern, die nicht der Norm der Zeit entsprachen. Ordnung, Unterordnung, Gehorsam, Einordnung. Das sind die Maximen gewesen. Und jede Abweichung, also Erziehungsschwierigkeit, arbeitsscheu zu sein, eine Kleidung zu tragen, die nicht angemessen war, aufzufallen in der Öffentlichkeit oder gar Kind zu sein, eine Alleinerziehenden, also unehelich geboren zu sein, hat damals schon gereicht. Man muss sich das mal vorstellen,
Und das hat sich dann auch in der Erziehung und im Umgang mit den Kindern in den Einrichtungen fortgesetzt. Sie wurden nicht behandelt im Sinne eines Rechtes auf Erziehung, sondern sie wurden etikettiert und sie wurden untergeordnet, sie wurden gefügig gemacht und sie wurden bestraft. Und das wird sozusagen allgegenwärtig zwar gewesen sein, aber besonders in den Einrichtungen, wo die Kinder schutzlos dem ausgeliefert waren, war das gang und gäbe. Marsberg. Kinderpsychiatrie, ein Ort mit eigenen Regeln. Schläge, Einsperren, all das war erlaubt. Jahrzehntelang wurde in Kinderpsychiatrien gegen Grundrechte verstoßen. Das Recht auf Menschenwürde oder körperliche Unversehrtheit eingeschränkt zum Zweck der Erziehung. Erst 1972 hat das Bundesverfassungsgericht dem ein Ende gesetzt. Heute ist Marsberg eine moderne Psychiatrie. Trotzdem hat Karl-Heinz Großmann lange einen Bogen um die Klinik gemacht. Erst jetzt kann er zurückkehren. Und wie geht's Ihnen jetzt, hier auf dem Schlecht. Gelände zu sein? Richtig. Mir schwindelig. Schlecht. Was suchen Sie heute hier? Aufklärung. Aufklärung, was hier alles geschehen ist. Nicht mit mir, mit anderen auch. Ich bin ja nicht alleine der nicht gewesen. Wie viele andere wurde er regelmäßig von Pflegern und Ärzten geschlagen. Von der Nonne wurde er mehrfach missbraucht. Im Fotoarchiv der Klinik sucht er jetzt nach Bildern der Täter. Ich meine, die Schwester ist das gewesen. Welche? Durch das Bild wird das alles sehr präsent. Dann ist unschuldig gewesen. Aber in die Kirche musste man rein. Jeden Samstag, hier oben, da Glocken, da gehen gerade die Glocken. Jeden Samstag musste man reingehen, in Demut und Reue bekenne ich meine Sünde. Meine letzte Beichte, habe ich in Paderborn auch gesagt, war vor 8 Tagen. Ich glaube, ist damals ein Pastor auch gebeichtet, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht mehr. Scheinheilige Nonnen. Jetzt geht's nach oben da. Jahrelang ist im Dachgeschoss niemand mehr gewesen. Die ehemaligen Schlafzimmer der Nonnen in der Klinik sind in Vergessenheit geraten. Hier rein, ist egal wo. Überall die Kammer. Ach, geht noch höher hier oben. Ja klar. Wir haben doch erbärmlich gelebt hier. Da fehlt auch alles. Herr Großmann, was suchen Sie eigentlich ganz genau jetzt hier oben? Ja, wo die Nonne mich da missbraucht hat. Ich suche das, wo sie mich mitgenommen hat. Nee, das war zu vorher größer. Ich
suche das, wo sie mich mitgenommen hat. Ist ja gar nichts mehr hier drin. Das war das auch nicht. Ja, das war die Seite hier. Da hat man hier auf den Dings geguckt, auf den Pförtner. Die Seite war das. Hier war das. Hier, eine in dieser Kammer war das. Das waren die Räume hier. Warum haben das keine anderen Mitschwestern mitgekriegt? Es waren doch genug hier. Ihr habt mich da geholt, da rein, da oben hoch. Und diese Sache da mit dem Kommunionunterricht. Das ist mit so. Kann man nicht nachvollziehen. Wieso waren in Anstalten wie Marsberg und Schleswig schwerste Gewalt und sogar Missbrauch möglich? Wieso blieben die Taten jahrzehntelang unentdeckt? Die Eltern wurden nicht zu ihren Kindern gelassen. Der Briefverkehr wurde kontrolliert. Die Vormünder haben sich so gut wie nie um ihre Zöglinge, um ihr Mündel gekümmert. Die Gerichte haben vorläufige Bescheide erlassen, die nie wieder auf den Prüfstand gestellt wurden. Das heißt, das ganze rechtsstaatliche System rund um vollstationäre Unterbringung hat nicht gegriffen, war außer Kraft gesetzt. Und deshalb konnte in den Einrichtungen unkontrolliert ein Gewaltsystem vorherrschen, wo niemand zur Rechenschaft gezogen worden ist. Peter Schruth schätzt, dass von 1945 bis 1975 mindestens 15.000 Kinder in deutschen Psychiatrien leben mussten. Statistiken aber liegen nicht vor. Doch was ist mit den Archiven der Kliniken? Wir schreiben 100 Psychiatrien in ganz Deutschland an. Das Ergebnis ist ernüchternd. Akten sind nicht ausgewertet oder wurden gar vernichtet. Patientenzahlen sind nicht mehr genau zu ermitteln. Einzige Zeugen, die Opfer von damals. Nach monatelangen Recherchen liegen uns Berichte aus 16 Psychiatrien in ganz Deutschland vor. In einem Brief etwa heißt es, es gab eiskalte Bäder in vollen Gussbadewannen. Ein anderer berichtet, was ihm geschah. Fixierung am Bett und ab in die Gummizelle. Auch in Schleswig ist die Vergangenheit bis heute nicht aufgearbeitet. Das Land Schleswig-Holstein, bis 2005 der Träger, sah dazu keinen Anlass. Der heutige private Betreiber öffnet uns immerhin die alten Gebäude. In diesem Haus hat Wolfgang Petersen monatelang gelebt, in einer Abteilung mit geistig und körperlich schwer behinderten Kindern. Erkennen Sie schon was wieder? Ja, ich kenne das Treppenhaus. Ne? Hier bin ich ziemlich häufig auch hoch und runter gegangen. Meistens, wenn wir dann auf dem Hof waren. In die Schule durfte Wolfgang Petersen nicht gehen.
Stattdessen musste er als Zehnjähriger die pflegebedürftigen Kinder versorgen und Windeln wechseln. Wir haben hier ganz normal gegessen, mussten aber auch dann vorher noch die bettlägerigen Patienten füttern. Die lagen in dem Bereich da drüben. Jo, kam dann auch hin und wieder mal vor, dass ich dann die Arbeit verweigert habe. Ja, und dann gab es da hinten in der Ecke, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, gab es so Zellen, wo ich dann reinkam. Hier, das ist so eine Zelle gewesen. Das ist noch die Originalzelle, wo hier dann so eine Pritsche drin lag. Hier war dann so ein Behälter für die Notdurft. Und hier gibt es auch noch die Klingel. Hier ist noch eine. Und hier wurden wir dann eingesperrt. Und dann kam immer so alle 2 Stunden ein Pfleger und fragte, ob man sich wieder beruhigt hat. Das ist original noch. Nur ich meine, dass hier früher Glasbausteine vor waren. Also ein normales Fenster war nicht drin. Wenn sie die Tür jetzt zumachen würden, dann würde ich wirklich Panik kriegen. Also wenn sie die Tür zumachen und abhauen, das könnte ich nicht ertragen. Richtig noch eine Knasttür. Hier mit Gitter davor. So war die denn zugeschlossen. Viele Kinder, die sich nicht so verhalten haben, wie ich es gemacht habe, mich gewehrt habe und so weiter, die sind hier drin geblieben. Wie zum Beispiel mein kleiner Bruder. Der kam mit mir zusammen rein und blieb bis zu seinem 21. drin. Und da ist dann die Wut in mir drin, wo ich einfach sage, hier wurden auch Kinder kaputt gemacht. Es ist ja nicht nur so, ich war gesund und ich glaube, wenn ich bis zu meinem 21. hier drin, ich wäre genauso kaputt gewesen wie mein Bruder. Sein Bruder ist bis heute auf Hilfe angewiesen. Er lebt in einer Behinderteneinrichtung. Als Kind konnte er noch lesen und schreiben. In Schleswig hat er das verlernt. In Marsberg ist die Psychiatrie noch heute der größte Arbeitgeber. Ehemalige Angestellte berichten uns, Mitte der 70er gab es in der Stadt große Unruhe. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen der Misshandlung Schutzbefohlener. Auslöser war der Bericht des damaligen Schulleiters Gerhard Kroh. Für mich war das Ausschlaggebende und das Gravierendste, die Misshandlungen der Kinder. Dass sie also geschlagen wurden, dass sie unter Gemeinschaftsentzug, dass sie mit schwerst geistig Behinderten zusammengelegt wurden zur Strafe, dass sie schwere Spritzen bekamen, wo sie dann 3 Tage lang bewusstlos waren, mehr oder weniger. Da gibt noch viele Sachen da. Einer seiner Schüler war Rolf Kramer. Seine Familie unterstützt ihn. Heute ist seine Nichte da. Rolf Kramer ist in Marsberg misshandelt worden und hat damals Gerhard Kroh davon erzählt. Das erste Mal nahm ihn jemand mit dem, was er an Gewalt erlitten hatte, ernst. Dann berichtete Kramer dem Staatsanwalt davon. Ja, ich habe der Staatsanwaltschaft damals erzählt, wenn wir ja irgendwas gemacht haben, dass die Nonnen uns in der Ecke knien ließen. Da war so eine Edelstahl, also eine viereckige Edelstahlschüssel, da waren Kieselsteine drin. Da mussten wir uns dann reinknien, so, wirklich so lange, bis wir umfüllen müssen, weil das Kreislauf nichts mehr mitmachte. Und womöglich, wenn wir zu früh umfüllen, kriegt man es auch noch mit der Heizungsbürste. Die Zeugenaussage hatte Folgen. Alles wurde noch schlimmer. Eine Nonne drohte ihm, er solle seine Aussage zurücknehmen, sonst komme er auf die geschlossene Abteilung, wo ihn die älteren Patienten verprügeln und missbrauchen würden. Damals haben sie uns gesagt, wir wären ja
nicht zurechnungsfähig, wir wären Bastarde und wurde ja nicht geglaubt. Heute ist es unverschämt, Frechheit war davon. Staatsanwaltschaft so zu glauben, also wurde auf den Nonnen geglaubt, die sind ja heilig und was nicht. Und die Priester sind heilig, wir sind ja nur Abschaum, so gesehen. Wir waren ja nur die Bastarde immer für in den Nonnenaugen. 2 Jahre lang ermittelte die Staatsanwaltschaft in Marsberg. Die Ermittlungsprotokolle von damals liegen uns vor. Beschuldigt wurden 24 Pfleger, Krankenschwestern und Nonnen. 13 Kinder schilderten die Übergriffe im Detail. Alles schien auf einen Prozess hinauszulaufen, obwohl die Beschuldigten alles abstritten. Dann die Überraschung. Trotz der präzisen Aussagen zweifelte der Staatsanwalt am Ende die Glaubwürdigkeit der Kinder an. Ihre Aussagen hätten keinen genügenden Beweiswert, nur weil sie Patienten der Psychiatrie waren. Das Verfahren wurde eingestellt. Einzige Reaktion des Trägers des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe: ein Schreiben an die Mitarbeiter. Darin hieß es, Vorfälle in dieser Art müssten tunlichst vermieden werden. Also ich glaube, man ist mit einem Vorurteil an die Untersuchung herangegangen, dass man von vornherein die Glaubwürdigkeit der Jungs in Zweifel zog. An und für sich bei dieser Schwere der Delikte, das kann man ruhig als Delikte bezeichnen, hätte anders eingegriffen werden müssen. Und man hat zum großen Teil nach meiner Vermutung das Pflegepersonal oder die Betroffenen zum Teil geschont. Gerhard Kroh hatte Marsberg damals schon resigniert verlassen. Zu den Kindern hielt er Kontakt und erfuhr, dass sich an den Zuständen nichts änderte. Während der Dreharbeiten für diesen Film finden wir 2 weitere ehemalige Patienten in Schleswig. Wolfgang Petersen möchte sie treffen. Tag, Moin. Ich bin Wolfgang. Mein Name ist Christensen. Ja. Hallo, Günther. Wolfgang. Hallo. Ja, wir treffen uns hier. Günther Wulff und Christian Petersen kamen kurz nach ihm in die Psychiatrie in den 60er Jahren. Beide waren auf derselben Abteilung wie Wolfgang Petersen untergebracht. Ja, schlimme Sachen. Nur. Kannst du ein bisschen von mal erzählen? Ja. Dann muss ich meine Kotze essen. Nur. Also, ne, das 6-mal. Mhm. War immer rein und raus, rein und raus. Mhm. Und da war ich auch schwer krank geworden. Und das war schlimm. Weil allerhand war das viel. Mhm. Ne? Auch mit hier mit Schläge und mit Handtuch und Gürtel. Ne? Mhm. War viel. Und ertrunken auch, als Saufen. Ne? Untergetaucht in der Badewanne, oder was? Ja, ja. Mhm. Am Fenster stand ein Bett. Da ist ein Sauerstoffzelt gewesen mit Plexiglas. Und das war mit Schläuche angeschlossen. Da lag der kleine 2-jährige Burkhard. So, und da bin ich näher rangegangen und ich wundere mich, wieso zappelt der Junge so furchtbar. Ne? Er verkrampfte sich, dann verzappelte er wieder so furchtbar. Und dann auf einmal war nichts mehr. Und auf einmal hörte ich nur eine harte Stimme, was hast du hier zu suchen? Ich bekam eine geschossen, also von rechts gegen das Gesicht. Ich flog gegen einen harten Gegenstand. Ich meine, es war ein Tisch oder ein Stuhl. Und davor verlor ich die Besinnung. Und dann spürte ich nur, wie mich jemand am Kragen packte und ins nächste Zimmer zog. Und dann sagte er sie zu mir, du hast hier nichts zu suchen. Am nächsten Morgen habe ich nach dem kleinen Burkhard gefragt. Ja, und da haben sie mir gesagt, dass er tot ist. Es erstickt vor meinen Augen. Ich bin 2 Jahre alt. Und sowas vergisst man nicht. Nicht, wenn man sowas sieht. Da habe ich jahrelang davon geträumt. Ich wurde es einfach nicht los. Niemand weiß, was damals genau passiert ist. Bernd Christensen glaubt, die Pfleger hätten sich nicht richtig um den kleinen Burkhard gekümmert, hätten ihn einfach liegen und sterben lassen. Warum hat über Jahrzehnte keiner der Angestellten versucht, die Zustände in Schleswig aufzudecken? Wir treffen eine ehemalige Pflegehelferin. Viola Piede ist die einzige Mitarbeiterin, die uns von Gewalt durch das Personal berichtet. Noch 1981 habe sie das mitbekommen.
Es gab auch immer Patienten, die standen halt in den Ecken rum und schrien womöglich. Und wenn die dann nicht mit Medikamenten ruhig zu stellen war, ich habe das einmal mitbekommen, da ist eine Kollegin von mir halt dann hingegangen und hat sie an den Haaren gerissen und gegen die Wand geknallt. Daraufhin sagte eine andere Kollegin zu mir, du hast doch nichts gesehen. Ich habe dazu nichts gesagt, tut mir heute sehr leid. Aber für mich war es damals so, das war das, was ich kennengelernt habe, wie man anscheinend arbeiten soll. Ja. Karl-Heinz Großmann ist unterwegs nach Paderborn zum Orden der Vinzentinerinnen. Die Nonne, die ihn damals in Marsberg missbraucht hat, kam aus diesem Paderborner Orden. Ich muss mal tief Luft holen. Ich gehe jetzt in meine Vergangenheit wieder. Was kann ich für meine Kindheit? Gar nichts. Hier. Ich mach meine Kappe mal ab. Ja. Tag, Herr Großmann. Das ist Bechtildis. Das ist Bechtildis, Schwarz. 50 Jahre in Marsberg. 30 Jahre. Da wissen Sie vielleicht, wer da Kommunionunterricht gemacht hat. Was für eine Schwester. Sie waren in der Gruppe, wo die Pfleger waren. Ne? So ist es. Ja. Und Sie kamen, ich weiß nicht wie, so genau weiß ich das ja auch nicht mehr, warum sie ja auf K16 gekommen ist. Ja. Ich sage immer, ich war Frischfleisch. Ich war 14. Mhm. Ich wusste nicht, wo die Kinder wegkamen. Ich wusste es wirklich nicht. Mhm. Und dann kam die auf K16. Dann hat die mir was von Gott erzählt und sowas. Und da hat sie gesagt, ich müsste zum Kommunionunterricht. Ich sagte, wie zum Kommunionunterricht? Mhm. Ich bin 1961 zur Kommunion gekommen. Ja. So, und dann sind wir dann oben bei ihr im Büro, da so ein kleines Büro war das da oben, wo sie dann mir da was von Gott erzählt hatte und dann hat sie mit auf die Kammer mitgenommen. Ja, und dann sagt sie, wie weit ich wäre oder was. Mhm. Und da habe ich gesagt, wie weit eben das? Dann hat er mir da ausgezogen. Mhm. Ich habe meiner Mutter das erzählt. Gemeinsam suchen sie auf einem Gruppenfoto nach dieser Schwester. Doch niemand weiß, welche Nonne damals Kommunionunterricht gegeben hat. Die Nonne, die Großmann im Marsberger Fotoarchiv als Täterin erkannt hat, können sie auf dem Gruppenfoto jedenfalls nicht finden. Viele Kinder, 1150 Kinder. Ich weiß. Nee, und so, und das ist ja auf Schützenfest gewesen. Diese ältere Dame, aber das war die nicht. Nein, Kilianis ist das, ne? Das ist Kilianis. Ja, das ist Schwester Kilianis. Ich habe mir das von einer Mitschwester, die in der Schule war. Das ist Kilianis, die hatte auch eine Werkklasse. Ja, aber welche Schwester hat. Also, Sie müssen doch in den Unterlagen haben. Nein. Haben Sie das nicht? Nein, die Schwester Waldegunst. Wir haben lediglich den Namen und die Tätigkeit, dass die in Marsberg. Ich möchte wissen, ob die noch lebt. Nein. Da lebt keine mehr von. Das ist eben das. Von daher kann ich auch gar nichts hinterfragen. Das macht mir das. Wissen Sie, auch. Ich möchte, Schwester, ich möchte keinen beschuldigen. Nein. Aber ich habe es mitgemacht. Ja, ganz genau. Glauben Sie das? Ja, natürlich glaube ich Ihnen das, Herr Großmann. Ja, ja. Das macht mich auch sehr betroffen. Aber ich kann einfach keine Schwester mehr hinterfragen, ne? Oder mit ihr sprechen darüber, ne? Warum geht man in Kloster rein und tut ein Gelübnis ablegen? Ja, verstehen Sie? Ja. Sie haben ein Gelübnis abgelegt. Man darf keine Unkeuschheit machen. Man ist mit dem Papst und mit Gott verheiratet. Und warum geht man so mit einem Menschen um? Herr Großmann, hatten Sie denn nie Gelegenheit, mit jemandem darüber Nein, zu sprechen? Nein, konnte man nicht. Wie hat sie denn ausgesehen? Oder die Schwestern vom Orden der Vinzentinerinnen versprechen, für Karl-Heinz Großmann weiter nach dem Namen der Nonne zu suchen. Wie alt macht die gewesen sein? 40? Kann das sein? 45?
Alles Gute Ihnen und Ihrer Frau und Ihrer Familie, ja? Alles Gute. Das ist ein schönes Wort. Herr Großmann, danke, dass Sie da waren. Darf ich Sie umarmen? Ja, natürlich dürfen Sie das. Alles Gute, ja, wünsche ich Ihnen. Ne? Ja, für jeden Tag. Und Hoffnung und Freude für die Zukunft. Ja, so ist es. Das Licht soll noch weiter brennen. Genau. Für Sie auch noch und alles. Ja, ja. Ne? Ganz herzlichen Dank. Gut. Ganz toll. Alles gut. Herr Großmann, ich werde alle Ihre Anliegen mit ins Gebet nehmen und werde auch nur Gutes wünschen, dass es Ihnen leicht wird. Und Satz, ich trage mit. Ja. Ich trage. War aber schon. Einige Monate später ist Karl-Heinz Großmann wieder in Paderborn. Dieses Mal begleitet von Wolfgang Petersen. Die beiden haben sich durch unsere Recherchen kennengelernt. Auf dem Friedhof suchen sie das Grab der Nonne, die Großmann missbraucht haben soll. Die Vinzentinerinnen haben sie schließlich doch identifiziert. Das hätte ich mal gerne gewusst, wie alt die war. Sie ist 1976 gestorben. 30.11. Welchem Zeitpunkt warst du denn da? Von welchem Zeitpunkt warst du da? Wie alt warst du? Ja, ich habe immer noch gedacht, die Hoffnung habe ich immer noch da gehabt, die wäre noch am Leben gewesen oder was. Aber die Hoffnung ist weg. Ist das auch ein Abschluss? Ich möchte abschließen damit, dass ich wieder zu mir komme. Das hat mir alles zu viel mitgenommen im Kopf. Soll ich die da reinmachen? Nee, da drauf, ne? Ja. Ja. Vielleicht geht die obere und sieht die Kerze. Stecken wir einfach hier mitten rein und fertig. Ja. Ja. Wie wir das da hinkriegen. So. Brenn in Frieden. Das, was du uns angetan hast und was du andere Kinder angetan hast. Die brennt doch jetzt, Süße. Man hat keine Kindheit gehabt. Das wurde uns gestohlen. Von diesen Leuten da. Man hat keine Liebe bekommen, man hat nur Schläge bekommen. Man hat viel geweint da drin. Man hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil alles, was man sagte oder tat, musste man davon ausgehen, dass es den Betreuern nicht gefiel und dafür irgendwie wieder Strafe kriegte, obwohl man nicht einordnen kann, weshalb. Man hatte immer Angst. Und dieser Zustand, den 3 Jahre auszuhalten, das war schon sehr schlimm. 42 gestorben, 45 gestorben, 45, ja. So, ja. 16. Kommen wir alle mal hin. Wie sollen sie verbrennen? Dann war es doch egal. Auch nicht alt geworden, 43. Ja. Und hier müssen wir Raten liegen. Was? P? Nee. Liegt denn hier?